Mathe-Abi Bayern 2021. Wir sind bei Analysis Aufgabengruppe 2 im B-Teil bei der zweiten Aufgabe. Da wird ein Funktionsterm angegeben, g von x gleich e hoch x durch e hoch x plus 1. Und jetzt sollen wir zeigen, zum einen, dass der Graph von dieser Funktion streng monoton steigend ist. Und wir sollen zeigen, dass die Wertemenge eben das Intervall von 0 ausgeschlossen bis 1 ausgeschlossen ist. Wenn man mal so einen oberflächlichen Blick auf diesen Term hier wirft, e hoch x ist ja auf jeden Fall positiv und damit natürlich auch e hoch x plus 1. Der Nenner ist immer größer als der Zähler und solche Brüche, also positive Brüche, wo der Nenner größer als der Zähler ist, die sind natürlich immer im Intervall zwischen 0 und 1. Also das ist schon mal klar, aber ist natürlich nicht klar damit, dass es wirklich bis 0 ausgeschlossen bzw. bis 1 ausgeschlossen geht. Das heißt, dazu sollten wir uns jetzt wirklich mal die Grenzwerte anschauen. Also was macht denn dieser Funktionsterm, wenn x gegen unendlich geht? E hoch x durch e hoch x plus 1. Naja, e hoch x geht gegen unendlich, wenn x immer größer wird. Das heißt, ich habe hier Riesenzähler und Riesennenner, die dann fast gleich sind, also dieses plus 1 im Nenner spielt eine immer kleinere Rolle, wenn Zähler und Nenner gegen unendlich gehen und dann teilt man letzten Endes fast gleiche Terme im Zähler und im Nenner und da kommt natürlich dann als Grenzwert 1 raus. Begründung, also plus 1 spielt bei Zähler und Nenner die gegen unendlich gehen eine immer kleinere Rolle. Gut, und wie ist es, wenn x gegen minus unendlich geht? Gut, dazu muss man wissen, dass e hoch minus x für x gegen minus unendlich, e hoch x heißt es ja, also e hoch x für x gegen minus unendlich geht gegen 0, also 0 plus. Ja, und dann habe ich letztendlich 0 durch 1 und das ist 0. Ja, und für die strenge Monotonie, die wir auch noch nachweisen sollen, schauen wir uns mal die Ableitung an. Man könnte auch hier wieder verbal argumentieren, auch ohne Ableitung, dass das natürlich streng monoton steigen muss. Könnte auch wieder auf dieses plus 1 anspielen, aber da müsste man ja relativ viel Text schreiben. Zum anderen sehe ich, dass die Ableitung auch bei späteren Teilaufgaben benötigt wird. Also würde ich sie an der Stelle mal einfach bilden. Das heißt, g' von x, dann muss ich die Quotientenregel anwenden. Im Nenner habe ich auf jeden Fall schon mal e hoch x plus 1 zum Quadrat. So, Ableitung von e hoch x ist e hoch x. E hoch x plus 1 als Faktor abgeschrieben, jetzt Minus und das Ganze umgedreht. Also e hoch x abschreiben und die Ableitung von e hoch x plus 1 als Faktor dahinter, das ist aber auch wieder e hoch x. So, das ist die Ableitung. Wir fassen zusammen, ich klammere e hoch x aus. Dann habe ich e hoch x, in der Klammer bleibt e hoch x plus 1 minus e hoch x, was ja praktisch ist, dann fällt nämlich e hoch x hier raus. Und im Nenner habe ich nach wie vor meine Klammer zum Quadrat. Ja, e hoch x mal 1, also es bleibt im Zähler e hoch x und im Nenner e hoch x plus 1 zum Quadrat. Und jetzt kann man argumentieren, der Zähler ist auf jeden Fall größer als 0, der Nenner ist größer 0, also ist der gesamte Bruch größer 0. Und damit habe ich natürlich eine positive Ableitung und damit streng monoton steigend. Daraus folgt gf streng
monoton steigend. Gut, und im Zusammenhang natürlich mit diesen Grenzwerten heißt es, dass tatsächlich jeder Wert dazwischen auch angenommen wird. Bei der Teilaufgabe B soll man jetzt den Graphen von G zeichnen unter Berücksichtigung aller bisherigen Ergebnisse. Außerdem wird einem noch Folgendes mitgeteilt, dass nämlich der Punkt W mit diesen Koordinaten 0 und G von 0 der einzige Wendepunkt des Graphen von G ist. Und man soll auch noch G' von 0 bestimmen und dann ebenfalls natürlich in die Zeichnung mit einfließen lassen. Also machen wir das doch gerade mal. Was ist G' von 0? Hier ist G' in der einfachsten Form. Wenn ich jetzt 0 einsetze, dann habe ich 1 durch 1 plus 1 in Klammern zum Quadrat. Also habe ich 1 Viertel. Das hier ist 1 Viertel. Und was ist übrigens G von 0? Wenn ich hier 0 einsetze, habe ich 1 durch 2, also 1 halb. Das heißt, G von 0 ist 1 halb. Okay, also was muss ich jetzt für die Zeichnung berücksichtigen? Ich soll das laut Aufgabenstellung im Intervall von minus 4 bis 4 zeichnen. Ich muss darauf achten, dass es durch diesen Punkt W geht, dass W dann auch wirklich als Wendepunkt in Erscheinung tritt. Das heißt, dass hier die Krümmung sich ändert und sonst an keiner anderen Stelle ein Krümmungswechsel vorliegt, denn es ist ja der einzige Wendepunkt laut Aufgabenstellung. Ich muss darauf achten, dass die Steigung im Punkt, also an der Stelle 0, den Wert 1 Viertel hat. Also das sollte ich wirklich genau machen, vielleicht sogar mit Steigungstangente, ja, und Abzählen von Kästchen. Ich muss hier meine waagrechten Asymptoten berücksichtigen, also y gleich 1 und y gleich 0 sind waagrechte Asymptoten. So, jetzt habe ich mal soweit alles vorbereitet. Ich habe meine waagrechten Asymptoten. Ich habe hier eine Tangente eingezeichnet, ja, mit der Steigung 1 Viertel. Und jetzt zeichne ich also den Graphen, der sich also nach links der x-Achse ernährt, der dann hier wirklich an dieser Stelle 0 die Steigung der roten Tangente haben muss. Und hier sein Wendepunkt. Und dann geht es hier gegen die Asymptote y gleich 1. Okay, also wichtig ist, dass hier wirklich kein anderer Krümmungswechsel stattfindet, aber das habe ich berücksichtigt. Okay, jetzt sollen wir bei der Teilaufgabe C Folgendes machen. Es wird eine weitere Funktion eingeführt, und zwar G Stern. Und wir erfahren, dass G Stern aus der Funktion g durch Verschieben und Strecken hervorgeht. Was wissen wir über g Stern noch? Es hat die Wertemenge minus 1 bis 1. Und zwar ausgeschlossen jeweils. Tja, und jetzt die Frage, wie muss ich diesen Funktionsterm hier abwandeln, damit es zu G-Stern passt. Also nochmal, G-Stern soll aus G durch Verschiebung und Streckung hervorgehen und soll letztendlich dann diese Wertemenge haben. Jetzt schauen wir uns doch mal unsere Wertemenge an. Also das ist ja 0 bis 1. Man sieht es hier auch nochmal grafisch. Was müsste man mit diesen Graphen hier anstellen, damit ein Graph entsteht durch Strecken und Spiegeln, der oder dessen Funktion dann diese Wertemenge hat? Ich würde Folgendes machen. Ich würde den erstmal um eine halbe Einheit nach unten verschieben. Dann hätte er eine Wertemenge von nicht mehr 0 bis 1, sondern von minus 1/2 bis 1/2. Ja, also erster Schritt, um eine halbe Einheit nach unten verschieben. Und damit jetzt aus dem minus 1/2 bis plus 1/2 ein minus 1 bis plus 1 wird, wie gefordert, müsste ich noch in y-Richtung als nächstes strecken, und zwar mit dem Faktor 2. Dann habe ich es. Ja? Also erster Schritt, nach unten verschieben und dann einfach strecken in y-Richtung, dass hier tatsächlich wieder die Asymptoten von minus 1 bis plus 1 aktiv werden. Also
G-Stern ergibt sich aus G von x, indem ich im ersten Schritt nach unten verschiebe. Das heißt, ich sage minus 0,5. Ja? Dann wandert dieser Wendepunkt hier in den Ursprung. Dann geht aber der Graph nur bis ausgeschlossen 1,5 nach oben und bis minus 1,5 nach unten. Das heißt, als nächstes muss ich noch den Funktionsterm strecken. Und jetzt Vorsicht, ich glaube, das wird die häufigste Fehlerquelle sein. Jetzt muss ich natürlich die gesamte neue Funktion strecken. Das heißt, ich muss hier eine Klammer drum setzen und muss davor jetzt, oder dahinter meinetwegen, noch den Faktor 2 anbringen. Ohne Klammer stimmt das Ganze nicht. Ich muss die neue Funktion, also die nach dem Verschieben entstanden ist, die muss ich strecken. Darum ist die Klammer wichtig. Und damit erhalte ich insgesamt 2 mal g von x minus 0,5 mal 2 ist 1. Und wir kommen zur letzten Teilaufgabe von 2 und damit zur letzten Aufgabe überhaupt von der Aufgabengruppe 2. Und das ist jetzt vielleicht die rechenintensivste. Da geht es um das Flächenstück zwischen x-Achse und Graph von g. Also hier nochmal die Bezeichnung. Und zwar in dem Intervall von minus ln3 eingeschlossen bis b eingeschlossen. B soll übrigens also ein positiver Wert sein, Element r+. Wenn wir uns vielleicht mal hier eine kleine Skizze machen, auch wenn es nicht erforderlich ist, ich plädiere immer für solche Skizzen, weil sie einem einfach nochmal ein bisschen Heuristik liefern. Also Heuristik heißt, wie komme ich drauf? Und außerdem auch noch Kontrolle am Ende vom Ergebnis. Also minus ln3, ich habe es vorher mal ausgerechnet, ist ungefähr minus 1,1. Also geht es um das Flächenstück von ungefähr hier bis zu einem positiven Wert b als zweite Integrationsgrenze. Und zwar soll es jetzt so sein, dass dieses Flächenstück von der y-Achse halbiert wird. Also das heißt, links soll ich genauso viel Fläche wie rechts haben. Also mal rein vom Augenmaß ausgegangen wäre mein b dann ungefähr hier. Ja? Also ich soll diesen Wert b jetzt so herausfinden, dass die Fläche links und rechts gleich ist. So, das heißt aber, ich rechne jetzt erstmal die Fläche aus von minus ln3 bis 0. Das ergibt einen festen Wert. Dann berechne ich die Fläche in Abhängigkeit von b, von eben 0 bis zu diesem b und setze dann beides gleich und kann dann nach dem b auflösen. Ja, das wird mein Plan sein. Gut, ich schreibe den Ansatz mal hin. Integral von minus ln3 bis 0, g von x dx soll genauso groß sein wie das Integral von 0 bis b g von x dx, wenn die y-Achse eben dieses Flächenstück halbieren soll. So ist es formuliert. Und jetzt muss man eine Stammfunktion finden. Bei sehr vielen Abi-Aufgaben wird eine Stammfunktion angegeben, hier leider nicht. Was mache ich also? Ich brauche einen Einfall. Ich muss erkennen, davon hängt jetzt alles ab, ich muss erkennen, dass im Zähler die Ableitung vom Nenner steht. Ja, e hoch x plus 1 abgeleitet ergibt ja e hoch x. Und dann solltest du diese Integrationsregel kennen, dass eine Stammfunktion davon ln Betrag vom Nenner ist. Also groß g von x, das ist jetzt meine Stammfunktion, ist ln von Betrag e hoch x plus 1. Ja, das kannst du immer machen, wenn deine Funktion so strukturiert ist, dass im Zähler die Ableitung vom Nenner steht. Dann sagst du einfach ln von Nenner und setzt das Ganze also noch in den Betrag. Das ist die Stammfunktion, mit der ich jetzt arbeiten kann. Das heißt, ich schreibe hier weiter.
Dann habe ich also ln von, naja, die Betragsstriche kann ich ab jetzt eigentlich weglassen, weil e hoch x plus 1 ist immer positiv. Ja? Also schreibe ich ln von e hoch x plus 1 und das einmal von minus ln 3 bis 0 soll gleich sein ln e hoch x plus 1 von 0 bis b. Okay, jetzt setze ich die Grenzen ein. Dann habe ich also ln von, was ist e hoch 0? Das ist 1, also habe ich ln von 2. Ln von 2 plus, minus. So, jetzt setze ich minus ln 3 für x ein. Dann habe ich e hoch minus ln 3. Das ist aber nichts anderes als 1 durch e hoch ln 3 und das ist nichts anderes als 1 durch 3, weil sich e und ln ja gegenseitig aufheben. Also habe ich minus ln von 1 Drittel plus 1, das ist also 1 Drittel oder 4 Drittel. So, das soll jetzt gleich sein mit ln, hier setze ich b erstmal ein, dann habe ich also ln von e hoch b plus 1 und davon muss ich abziehen, wenn ich in den Term 0 einsetze, also ln von 2. Gut, und das Ganze muss ich jetzt nach b auflösen. Dazu bringe ich erstmal minus ln 2 auf die andere Seite, dann habe ich hier nämlich plus 2 ln 2, also 2 ln 2 minus ln 4 Drittel ist gleich ln von e hoch b plus 1. Ich komme der Sache immer näher. Jetzt wäre es schön, wenn ich diese beiden lns zusammenfassen könnte. Du kennst aber die Regel, man kann zwei LNs zusammenfassen, indem man die Argumente dann einfach als Quotient schreibt. Davor muss ich aber diese zwei noch in das Argument des LNs bringen. Da wende ich die Lasso-Regel an. Also gut, ausführlich. Ich mache daraus LN von 2 hoch 2. Das wäre dann also der LN von 4. Ja, ich kann den Faktor ja als Exponent hier im Argument schreiben, dann habe ich ln 4 minus ln 4 Drittel ist gleich ln e hoch b plus 1. So, jetzt fasse ich diese beiden lns zusammen und zwar zu ln von 4 geteilt durch 4 Drittel. Und das soll gleich sein ln von e hoch b plus 1. Okay, 4 durch 4 Drittel ist aber nichts anderes als 3. Also steht hier ln von 3 ist gleich ln von e hoch b plus 1. Ja, jetzt kann ich, nachdem auf beiden Seiten der ln steht, kann ich den ln auch einfach weglassen. Das heißt, ich kann jetzt die Argumente vom ln gleichsetzen. Man könnte auch sagen, ich wende auf beiden Seiten die Exponentialfunktion an. Ja, aber einfacher gesprochen, ich setze jetzt die Argumente gleich. Also steht hier 3 ist gleich e hoch b plus 1. Dann bringe ich die 1 auf die linke Seite. 2 ist gleich e hoch b. Und jetzt im letzten Schritt wende ich den ln auf beiden Seiten an. Und dann steht da ln von 2 ist gleich b. Und das war's.